Der Bund gewährte Notkredite, um in Not geratene Firmen rasch und unbürokratisch über die Runden zu helfen. Da macht einer einen Gesuch, schreibt irgendwelche Fantasiezahlen rein. Kurze Zeit später hat er 500.000 auf seinem Konto. Es sind gegen also mehrere hundert Betrugsfälle hängig. Ziemlich dreist, eben der Bund will sich hilfsbereit zeigen und es wird schamlos ausgenutzt. Die Flugbranche, wissen wir, steckt in einer der schlimmsten Krisen ihrer Geschichte. Der Bund hat eine Garantie für einen 1,5 Milliarden Kredit übernommen. Viele Mitarbeitende sind auf Kurzarbeit und sie bangen um ihre Arbeitsstelle. Die Geschäftsleitung hat entschieden, sich selbst nun Bonis auszuzahlen. Halt noch für das erfolgreiche Jahr 2019. Einer der drei beweist immerhin ein wenig Fingerspitzengefühl, weil er gesagt hat, ich werde es erst beziehen, wenn wir dann den Kredit wieder zurückbezahlt haben. Ja, Recht und Gerechtigkeit, das ist mein Thema heute Morgen. Recht und Gerechtigkeit. Sagt die Bibel etwas über Gerechtigkeit? Ziemlich viel sogar. Und ist uns vielleicht gar nicht so bewusst. Ein ganz zentrales Wort ist, sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Ich denke, als Christenheit haben wir hier wie einen falschen Fokus erhalten zum Thema Gerechtigkeit. Eine der Fragen, die viele Christen ja beschäftigt hat, und es war auch eine zentrale Frage im Rahmen der Reformation, eigentlich die zentrale Frage eben bezüglich Werksgerechtigkeit. Werden wir gerecht, wenn wir uns an seine Gebote halten, oder werden wir gerecht durch den Glauben an Jesus Christus, der für uns gestorben ist und uns gerecht gemacht hat? Römer 4, Vers 5 als ein Beispiel. Für Luther war ja der Römerbrief so zentral. Bei ihm, bei Gott, werde ich nichts erreichen, wenn ich mich auf meine Taten berufe. Nur wenn ich Gott vertraue, der den Gottlosen von seiner Schuld freispricht, kann ich vor ihm bestehen. Werksgerechtigkeit versus Gnade. Ich behaupte, als Christen landen wir viel zu schnell bei Paulus, wenn es um Gerechtigkeit geht, oder bei dieser Ecke von Paulus, muss man vielleicht so sagen. Und wir verpassen, um was es der Bibel eigentlich wirklich geht. Das erste Zitat, das stammt ja aus der Bergpredigt. Sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit. Was bedeutet nach seiner Gerechtigkeit suchen? Was macht man dabei, wenn man nach seiner Gerechtigkeit sucht? Wie sieht das bei euch aus? Es verschiebt den Fokus. Von nach? Von, wenn ich mich nur aufrege über all die Ungerechtigkeit, zu was sagt Jesus, und ja. Entlastet dann. Ja.
Genau, also Fokus verschieben, das ist ein Aspekt, den ich hier bringen will. Ihr müsst nicht jetzt gerade unbedingt antworten, es ist noch so eine Art rhetorische Frage. Aber genau, ich sag mal, wie ich plötzlich realisiert habe, wie es bei mir abläuft, nach seiner Gerechtigkeit suchen. Wenn man ja im Internet irgendwo, je nachdem, wenn es mit einem Link unterlegt ist, wenn man auf ein Wort klickt, dann kommt plötzlich ein neues Fenster. Und das ist bei uns Christen, wenn das Wort Gerechtigkeit kommt, dann wie macht man das suchen? Wenn dieses Wort Gerechtigkeit kommt, dann macht es Klick und ich bin bei Paulus im Römerbrief. Eben, wenn ich Jesus suche, der für mich gestorben ist, dann bekomme ich seine Gerechtigkeit geschenkt. Also, suche zuerst nach seinem Reich, nach seiner Gerechtigkeit, also ich muss nach Jesus suchen, und dann bekomme ich die Gerechtigkeit geschenkt. Aber ich möchte jetzt mal diesen Link wieder schließen und sagen, nein, was meint Jesus da mit der Gerechtigkeit? Und ich bleibe mal in der Bergpredigt. Matthäus 5, Vers 6. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Schon Jesus lebte in einer verrückten Welt. Ungerechtigkeit war überall anzutreffen. Sie wurden ja eben von der Besatzungsmacht durch unerträgliche Steuern ausgequetscht, arme Bettler überall, wo man hinsah, viele Kranke und eine Anzahl Reiche, die das System auszunützen verstanden. Wem das egal ist, Hauptsache er ist nicht gerade auf der Loserstraße gelandet. Jesus redet von denjenigen, die entweder darunter leiden, oder er meint diejenigen, die an der Ungerechtigkeit mitleiden, weil sie ihnen nicht egal ist. Selig sind die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Und hungern und dürsten hat man erst, wenn man den Mangel erkennt und hofft und wünscht, dass wieder Gerechtigkeit einkehren möge. Auch noch aus den Seligpreisungen, selig die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Da redet Jesus nicht von Christen, die, ich sage es jetzt etwas einseitig, paulinisch eingesalbt, sich auf den Sühnetod von Jesus berufen und die deswegen verfolgt würden. Nein, sie werden um der Gerechtigkeit willen verfolgt, weil sie irgendwie was richtig tun und das anderen nicht passt. Zu dem Zeitpunkt wusste noch niemand vom Tod von Jesus. Und Jesus sagte, dazumals selig, die ihr verfolgt werdet um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und irgendwie wird es wie noch etwas dramatischer, auch noch Bergpredigt, Kapitel 5, Matthäus 5, Vers 20. Darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Hallo, wo ist der Link zu Paulus? lassen wir mal doch den Link noch und halten es einen Moment mal noch aus. Der Paulus war da noch nicht auf der Piste. Jesus sagte, auch ihr seid das Licht der Welt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen.
Matthäus 7, 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und last but not least, jeder, der diese meine Worte hört, das ist der Abschluss von der Bergpredigt von Jesus, jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf den Felsen baute. Und jeder, der diese meine Worte hört und nicht danach handelt, ist ein Tor, der sein Haus auf Sand baute, als ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Ströme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. Suchet vielmehr zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Jetzt wird es unevangelisch, ungemütlich, wenn man darüber so nachdenkt. Ja, ihr wisst ja, ich mache sowas wie eine Pubertät durch. Ich bin gerade dran, gegen vieles zu rebellieren, was mir gelehrt worden war. Ja, ich habe es eigentlich so nicht geplant, aber wenn man da so reinrutscht, plötzlich stehen diese Fakten da und ich eben realisiert habe, man blendet sofort aus, kriegt auf eben den Paulus sein Konzept von Gerechtigkeit und dann geht es mich nichts mehr an. Ja, also bezüglich meiner Pubertät. Ich hoffe, ihr haltet es ein wenig aus und wenn ihr wirklich gute Argumente habt, um mich zu korrigieren, ich bin also offen dafür. Ja. Jetzt aber zu diesem Ungemütlichen. Wie können wir dieses Spannungsfeld auflösen? Werksgerechtigkeit gegenüber Gnade. Ich merke, ich kann der Gerechtigkeit nicht gerecht werden. Und gleichzeitig fordert Jesus Gerechtigkeit. Es sind hauptsächlich zwei Gedanken, die ich dazu sagen möchte. Der eine ist, wir Menschen haben ein fundamentales Problem. Es um Gerechtigkeit geht und ich bin als Täter des Unrechts angeklagt, dann bin ich so froh um die Gnade Gottes und um seine Nachsicht, um sein Erbarmen. Ja, es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Umsonst werden sie gerecht, dank seiner Gnade, durch die Erlösung in Christus Jesus, Römer 3, 23 und 24. Wenn ich einen Fehler mache, dann ist, ja, ich bin halt nicht perfekt. Aber wie ist es, wenn ich als Opfer von Unrecht betroffen bin? Dann rufe ich nach gerechter Strafe oder auch nach Wiedergutmachung. Hey, hallo, das passt nicht. Und das ist ein grundmenschliches Problem, vor dem bin auch ich nicht gefeit. Also ich bin alles andere als objektiv. Je nachdem, ob es mich jetzt eben als Täter oder als Opfer betrifft. Wir haben dieses fundamentale Problem sogar in der schweizerischen Gesetzgebung und Gerichtspraxis. Ich muss da immer aufpassen, dass ich mich da nicht auf die Äste rauslasse, weil ich von Recht und Gericht sogar nicht sehr viel verstehe. Aber der Täter, der Angeklagte hat Recht auf einen Anwalt, der ihm hilft, möglichst glimpflich davon zu kommen. Das Gericht wägt ab und prüft genau, ob mildernde Umstände vorliegen.
Und im Zweifelsfall wird dann für den Angeklagten entschieden. Und das ist an und für sich nicht falsch und ich möchte auch nicht unbedingt daran was ändern. Ich habe selber mal auch Gnade erleben dürfen, ein Streifenwagen von einer Polizei schaute zu, wie ich ein Rotlicht überfuhr. Die fuhren mir hinterher und stoppten mich, konfrontierten mich. Und ja, es war eben so, ich wollte was dort lesen wegen morgen und hin und her und habe da meine mildernden Umstände dargelegt. Und er hat dann gesagt, Sie sind ehrlich gewesen, wir lassen Sie jetzt springen. Also eben, es ist ja schön, wenn man Gnade erfahren darf. Aber wie ist es eben, wenn ich Opfer bin? Ich bin nicht mehr ganz eben auf dem Laufenden im Sinne, da könnte wenigstens mehr dazu sagen, aber der Opferschutz war ja lange, lange ein Problem. Also das Opfer bekommt nicht einen Anwalt per Definition, einfach per Fall sowieso zugestellt, der dann ihm zu seinem Recht verhieft. Ja, das ist ein Problem, das ist ein menschliches Problem. Ich empfinde so unterschiedlich, eben ob ich als Täter in einer Ungerechtigkeitssituation bin oder als Opfer. Ich stand einmal an einem Stopp mit dem Auto, da fährt einer von hinten so nahe ran, dass er mich touchiert. Also ich merke den Schubs, Handbremse, Nullgang, ich steige aus, der andere hinten dran lässt die Scheibe runter. Und ich habe gesagt, hey, Sie haben mich touchiert. Und dann schaut er mich so an und sagt, ist es ein Problem? Müssen wir die Polizei rufen? Und du stehst da und denkst, was passiert ist da gerade? Ich hätte irgendwie eine Entschuldigung oder ja, sieht man etwas oder so. Aber nein, gerade quasi, was hast du für ein Problem? Was tust du so blöd? Recht, Ungerechtigkeit, das betrifft einen. Das geht einem dann sehr nah. Ich kann euch sagen, ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich da wieder einigermaßen von meinen Emotionen runter war, weil ich merkte, das hat keinen Sinn, mit dem zu streiten, weil man wirklich nichts am Auto sah, aber eigentlich eine völlig deplatzierte Reaktion. Aber das ist dann eben die Konfrontation mit Unrecht, wo man eben merkt, wie stark das einen betreffen kann. Er als Täter, ja, er fand das okay. Und ich als Opfer, hey, hallo. Jetzt der zweite Punkt zu diesem Spannungsfeld, eben Werksgerechtigkeit oder Gnade. Die Bergpredigt ist eigentlich Gottes Regierungsprogramm oder Gottes neue Heilungsprogramm. Ich habe ja schon mal darauf hingewiesen, eben, dass das Evangelium, wie es heute weit verbreitet verkündigt wird, in Verdacht steht, für einen Ego-Trip missbraucht zu werden. Es geht um mein Seelenheil. Wenn ich Jesus in mein Leben aufnehme, wenn ich seine Vergebung empfange, dann werde ich gerettet, dann steht mir die Türe in den Himmel offen. Das wurde so ein Stück weit zum Zentrum des Evangeliums. Jesus hat was anderes verkündet. Er hat Gottes Königsherrschaft verkündet, dass sie hereingebrochen ist. Er hat die Not, das Elend und das Unrecht, die Ungerechtigkeit nicht mehr ausgehalten auf dieser Erde. Und es ging ihm darum, da was zu ändern.
Nachdem ihn die Menschen vom Thron gestoßen haben, hat er eine Zeit lang zugeschaut. Er hat es den Menschen zugestanden. Menschen haben das angerichtet, wie die Welt heute aussieht. Und Gott hat sich entschieden, seinen Thron wieder zu besteigen und dem Elend der Ungerechtigkeit ein Ende zu setzen. Und vielen Christen steht eigentlich leider die Frage im Zentrum, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Jesus fragte sich, was muss ich tun, damit die Welt gerettet wird? Und das müsste auch unsere zentralste Frage sein, was kann ich dazu beitragen im Sinne vom Vorbild von Jesus, eben, dass diese Welt besser wird. Ich habe ja mal versucht, die Aussagen von der Bergpredigt ins Gegenteil zu verdrehen. Die einen mögen sich noch erinnern. Selig sind die Starken, die Brutalen, die Lachenden, die Gewinner, die Rücksichtslosen, die auf ihren Vorteil schauen. Und da merkt man plötzlich, das ist ein Abbild von dieser Welt. Und es ist auch ein Abbild von der Welt, in die Jesus kam. Und die Bergpredigt ist eben Gottes neues Regierungsprogramm. Man könnte eben auch sagen, Gottes Heilungsprogramm, Gottes Wiederherstellungsprogramm. Und mit diesem Programm wird das Destruktive dieser Welt, der Abwärtstrend, in welchem wir alle unseren Anteil daran haben, wird ins Konstruktive und ins Aufbauende umgekehrt. Und wenn wir jetzt diesen Wunsch, der im Herzen von Jesus brannte, wenn er sagte, suche ich vielmehr zuerst nach seinem Reich, nach seiner Gerechtigkeit, dann geht es, also, dann kommt, also wenn wir das gleich eben mit dem Paulus eigentlich, es geht bei Paulus ja um eine ganz andere Frage dort. Werksgerechtigkeit. Und wenn wir das so nehmen, dass wir sagen, es geht mir nichts, geht mich nichts mehr an, es kommt auf mein Verhalten nicht darauf an, ich bin ja in ihm gerecht, dann haben wir den Worte Jesu Gewalt angetan. Das kann nicht die Lösung sein. Jesus lebte dieses Rettungsprogramm selber. Er wurde als Armer geboren, er lag in einem Futtertrog von einem Viehstall als erstes Bett. Jesus ließ sich von der Not betreffen, wir finden ihn auch weinend. Er hatte Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, dafür gab er sein Leben hin. Er stiftete Frieden, Menschen wurden heil, wurden gesund, konnten ihre Arbeit wieder aufnehmen. Er tat nichts Unrechtes und er wurde ans Kreuz genagelt. Gott hat aber seinen Segen draufgelegt und hat Jesus zur höchsten Person des Universums erhoben. Und wer sich auf die Seite von Jesus schlägt, wird Teil von diesem neuen Rettungsprogramm Gottes für diese Welt. Ich hoffe, ihr spürt etwas davon, wenn ich sage, dass das Evangelium für einen Ego-Trip missbraucht wird. Hauptsache, ich bin erlöst und ich komme in den Himmel. Jesus hatte einen ganz anderen Fokus, wie es Esther gesagt hat. Ja, sind wir jetzt wieder bei der Werksgerechtigkeit gelandet? Eben, wenn ich auf dieser, ich sage es jetzt mal etwas schwarz-weiß, wenn ich auf dieser Ego-Schiene bin, dann ja, jetzt kommen Forderungen an mich und jetzt muss ich da irgendwie was tun. Das ist sowas von schräg. Das kann ja, also wenn man zu dieser Fragestellung kommt, ist ja irgendwie was schief gelaufen. Es
es muss mir doch ein Anliegen, also, oder man könnte es auch so sagen, okay, ich setze jetzt mal ganz auf seine Gnade und ich sage, ja, Werksgerechtigkeit, das braucht es nicht. Also ich kann Leute übers Ohr hauen. Ich kann für meinen Vorteil schauen. Da merken wir ja, nein, da geht irgendetwas nicht mehr auf. Gerechtigkeit, wie Gott sie versteht. Ich habe noch erst dieser einleitende Satz: von unserem kulturellen Denken her hat Gerechtigkeit mit Recht und sehr schnell mit Strafe und mit Rache zu tun oder Gericht. Also Gerechtigkeit, das ist sofort dem ist Gerechtigkeit widerfahren als Täter, hat sie ihn irgendwie eingeholt oder es ist ihm Gerechtigkeit widerfahren, dass der Täter eben dran kam und das Opfer dann merkt, ja, jetzt ist mir Gerechtigkeit widerfahren, meint der andere, ja, das ist sehr nahe beieinander, das ist unser Kulturgut. Also ticken wir in Europa, und das eben Begriff Gerechtigkeit, Recht, das geht sehr schnell in diese Richtung. Wie versteht denn Gott Gerechtigkeit? Und eben ein Zitat hat mir sehr gut gefallen, weil es das etwas auf den Punkt bringt. Es ist ein Tun, das in Unordnung geratenes, Falsches wieder richtig stellt. Gott ist gar nicht so ein Jurist. Also er ist auch ein Gott, also ein Recht ist Recht oder so. Aber nicht ein Jurist im Sinne von, dass er den Menschen da überall auf die Finger klopfen will, was alles nicht gut läuft und dann, jetzt kommst du dran. Das war ja irgendwie das Denken der Juden und dagegen hat sich Paulus gewehrt. Es ging, habe ich den Faden verloren, einfach vom Herz Gottes her, er sieht die Not und er will die Not beenden. Und er sagt nicht, ja, jetzt hast du deinem Bruder Schaden zugefügt, jetzt kannst du 18 Jahre lang im Gefängnis sitzen und dann ist wieder Gerechtigkeit hergestellt. Nein. Also offensichtlich ist zum Glück auch unser Rechtssystem nicht mehr auf das fokussiert. Man schaut wirklich auf Rehabilitation und so weiter, dass jemand wieder ins Leben zurückfinden kann und ins Leben integriert werden kann. Weil was nützt es irgendjemandem, wenn jemand einfach büßt, eben 18 Jahre lang sitzt, hat auch das Opfer, es fühlt sich vielleicht etwas besser an, aber die Sache ist doch nicht in Ordnung. Und bei Gott ist Gerechtigkeit eben ein Tun, das in Ordnung geratenes Falsches wieder richtig stellt, in Ordnung bringt. Also Gott sucht einen Weg, dass für das Opfer wieder irgendwie Leben möglich wird, aber auch für den Täter, dass es wieder irgendwie sich einringt und wieder zur Normalität finden kann. Gott ist es dann recht, wenn Leben wieder zum Funktionieren kommt für Opfer und Täter. Wie oft war ich schon Täter? Und Gott hat mir wieder eine Chance geschenkt. Und wenn ich weiß, dass ich auf Gnade angewiesen bin, dann muss ich auch bereit sein, Gnade walten zu lassen. Sonst habe ich kein Anrecht auf Gnade. Und ein ganz schönes Bild davon ist im Neuen Testament sehr zentral, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der tut wirklich Unrecht. Und der Vater gewährt es sogar und er lässt ihn ziehen.
Und als dann der Sohn endlich wieder nach Hause kommt, ist der Vater nicht der Jurist. Zuerst müssen wir das Rechtliche regeln. Zuerst wirst du zurückbezahlen, so wie du irgendwie kannst, und du wirst dich bei allen entschuldigen und. Nein, er macht ein Riesenfest und sagt, schön, bist du wieder zurück. Das ist das Herz von Gott. Ja, bin ich eigentlich schon am Ende? Vater im Himmel, wir haben aus deinem Wort empfangen und etwas von deinen Gedanken, denke ich und hoffe ich, bewegt. Ich möchte dich bitten, dass du reinhauchst mit deinem Geist, dass du Leben hineinwirkst, dass es uns zu betreffen beginnt und dass wir auch deshalb Gottesdienste feiern, weil wir einander brauchen in der Stärkung, im Kampf für die Gerechtigkeit um uns herum, dass du uns inspirieren kannst und wir uns gegenseitig inspirieren können. Herr, ich bitte dich um auch ein neues Denken in dieser Hinsicht, dass es uns betrifft und uns in Gang bringt. Herr, schenk Gnade, dass wir wirklich dein Herz spüren in der Sache und uns dem stellen und da den Weg suchen. Ich weiß aber auch so, wie du eben den der Vater, der verlorene Sohn empfangen hat, möchte ich einfach jedem sagen, hey, du selber darfst davon beschenkt werden, dass Gott über dir nicht deine Fehler sucht, sondern er will dein Leben zu blühen bringen. Dann ist er zufrieden. Dann ist sein Herzenswunsch aufgegangen. Lass dich selber von diesem Jesus ergreifen und ja, vorwärts bringen. Halleluja. Der Herr sei mit euch allen. Heute und in der kommenden Woche. Er ist treu. Halleluja. Amen.